Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der NHL 19 DEL-Saison. Wir haben das erste Spiel 5:0 gegen die Augsburger Panther gewonnen, haben dort noch auf dem Schwierigkeitsgrad All-Star gespielt, was eigentlich der zweithöchste ist, und das lief halt so überragend, dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir gehen heute mal auf den allerhöchsten Schwierigkeitsgrad und gucken mal, wie wir uns da tun. Und ja, dann sehen wir mal, wie es gegen Bremerhaven heute so wird. So, da haben wir es jetzt hier. Wir spielen in den weißen Trikots, Auswärtsspiel. Dann schauen wir mal. Das haben die Haie ja, glaube ich, 5-2 gewonnen, also in der Realität. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall ein hoher Sieg. Schauen wir mal, ob wir genauso ab oder so gut sind. Auf jeden Fall Gustav Wesslau. Die Reihen bleiben natürlich unverändert. Gibt es hier gar keinen Grund. Hier, never change a winning system oder so. Und Wesslau, der wird wahrscheinlich so... Also ich habe mir auch so... Also Weizmann wird schon spielen. Der wird so alle 5 Spiele kriegt der mal ein. Außer es ist dann ein absoluter Top-Gegner, dann werden wir natürlich wechseln. So, hier sehen wir es jetzt. Eddie Olczyk und Mike Emmerich. Die sitzen übrigens auch immer hier in der Telekom-Kommentatorenbox in der Lanxess Arena. Also wer die noch nicht gesehen hat, halt mal die Augen auf. Und die zwei sind auch mal da. So, Kevin Lavallier, auch einer mit Haie-Vergangenheit. Ich glaube schon Uwe Krupp dann damals aussortiert. Das war auch schon ein paar Jahre jetzt halt her. So, Tomasz Pöpperle im Kasten. 2,76 Gegentore pro Spiel, aber sie haben gewonnen. Und auf der anderen Seite, der weiße Hai Gustav Wesslau. So, beim Bulli, Schwarz gegen Janeway. So, und Janeway kann ihn nicht holen. Höffel, Lavallier. So, dann schauen wir mal. Oh, wir haben auf jeden Fall schon mal den Pass abgefangen. Marcel Müller auf Austin Medeiski. Ja, der wird leider geblockt. Janeway, Exen. Und Schwarz. Mehring, oh, der ging drüber. Oh, alter Schwede. Janeway, wir kriegen... Ah, jetzt haben wir den geguckt. Ah, verdammt. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. So, jetzt mal Potter, verdammt. Janeway immer noch auf dem Eis, seit 5 Minuten. Oh, das ist eine Strafzeit. Die KI verursacht eine Strafzeit und dadurch haben wir jetzt Unterzahl. Da müssen wir mal schauen jetzt. Marcel Müller. Und Zalewski. Laufen wir ihn? Komm, wir laufen ihn. Ist ja gerade Platz da. Pini Zotto. Normalerweise würde ich nie so ein Unterzahlspiel machen, aber ja gut, jetzt haben wir ein Problem vielleicht. Moritz Müller. Wesslau. Morgan Ellis. Nein, Mann, ich krieg die Scheibe nicht weg. Ich wollte den eigentlich weghauen, aber es ging nicht. Und Zalewski, jetzt ist er weg. Und jetzt brauchen wir ganz dringend frische Leute. So, Kai Hospital macht das jetzt. Potter. Und das ist abseits. 1 Minute 10 haben wir schon überstanden. War ich okay? So, Hospital. Madaiski. Das hat wehgetan, glaube ich. Lavallier. Oh, geblockt. Alter Wesslau, wie springt der da raus? Wie krass war das denn? Oh, Ovira, er kriegt ihn nicht, Mann. Da war jetzt richtig Platz, weil die irgendwie alle so irritiert waren, weil Wesslau da halt so lag. Was ein Jump von ihm. Madaiski hat sogar gar keinen Helm gerade. So, wieder Zalewski auf dem Eis.
13 Sekunden Unterzahlspiel. Oh, Wesslau. Und das ist Strafe von Bremerhaven. Jetzt haben wir 2 Minuten Overtime. Overtime, was laber ich? 2 Minuten Powerplay. Wir haben 2 Minuten Overtime. Merkt's euch. War aber richtig dumm jetzt. Zieht uns die Beine weg. So, schauen wir mal, ob wir das nutzen können. Genoway, Müller und Aixon, die Sturmreihe. Hanowski haut an der Scheibe vorbei. Ah, da ist er weg. So, Sulze. Auf Aixon. Oh, Urbis. So, dann bauen wir halt nochmal auf. Sulze, Genoway. Hanowski. Ja, wir kriegen die Lücke nicht. Mist, Mann, jetzt habe ich es gedacht. Aber dann wurde er leider wieder geblockt. Und Bremerhaven macht's gut. Und jetzt Hanowski. Noch eine Chance vielleicht. Es bleiben immer noch die gleichen Leute drauf. Oh Mann, Moore. Ja, das bringt so nichts. Wir wollen neue Leute. Oh komm ey, Müller, jetzt geht er zum Wechsel, Mann. Gut, ich hätte es mir denken können, weil ich ja auf neue Leute bestanden habe. Aber dann, wo ich natürlich den Pass spiele, wie oft mir das schon passiert ist. So, Zalewski verliert die Scheibe. Oh, und jetzt Felix Schütz. Felix Schütz mit der Chance. Oh nein, Mann. Ich war mir so sicher, dass das funktioniert. Warum spiele ich ihn einfach selbst? Da war einfach die beste Chance. Und einfach nur durch einen Pass, der nicht beim Mann ankommt. Warum gehe ich nicht hin? Wir haben ein Problem, Mann. Wir haben nämlich nur einen Verteidiger gerade drauf. Aber Hanowski, ausgerechnet der, um den es gerade geht. Der erobert die Scheibe. Höffel, Nering. Rumble. So, jetzt Zalewski. Die Chance. Ah, ey, bin abgedrängt. Alex Sulze und Pöpperle. Müssen wir mal probieren. Hospital gegen McMillan. Ne, McMillan. Ah, zu lange gebummelt. Rumble wieder. Oh man, Urbis. Urbas. Keine Ahnung, wie ausgesprochen wird. Oh, da ist er frei vor Wesslau. Und jetzt schnell gespielt. Und Uvira. Auf Hospelt. Uvira. Ach, schade. Wesslau. Oh, Alter, der ging ganz knapp vorbei. Morgen Ellis jetzt. Erstes Drittel. 0-0. Nein, Mann. Also man merkt schon einen Unterschied. Gestern haben wir noch auf einem anderen Schwierigkeitsgrad gespielt, wo wir uns zu leicht getan haben. Hier haben wir richtig Probleme. Also wir sind jetzt nicht total unterlegen. Das ist auf gar keinen Fall. Aber es ist schon anders. Ellis. Hospital. Müller. Oh, schade. 20 Sekunden noch. Wesslau mit dem Save 3 Sekunden. Oh, und den haben wir. 0-0 nach dem ersten Drittel gegen Fishtown Penguins.
Haben wir Probleme jetzt? Gucken wir auf die Schussstatistik. 2-8, also Bremerhaven deutlich mehr Schüsse. Das war noch nichts vor uns. Schwaches erstes Drittel der Kölner Haie. Und Janeway holt zumindest mal den Bulli. Und Potter. Bleib ich am eigenen Mann da hängen, Mann. Höffel. Moore. Laber nicht. Bandencheck. Wieder Marcel Müller draußen, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber diesmal war es nicht von der KI, diesmal war ich das. Pelizotto. Und der spielt, der macht das souverän. Zalewski läuft. Oh, Ellis. Alter, das war aber ein Check. Moritz Müller. Oh, schön gemacht. Und wieder ist das Ding weg. Sehr, sehr gut. Und Madejski. Haben wir. Zalewski. Uvira. Oh. Nein, Mann. Schön gemacht vom Potter. Aber habt schon den Eindruck, dass man da doch ein bisschen die Physis jetzt merkt im Gegensatz zu den Jahren davor. Oh nein! Wo spielt der hin? Und Weslau, der hat die Sicht. Und dann ist es auch kein Problem. Hosfeld. Und Ellis. Ich laufe mit Moritz Müller. Vorcheck, Mann. So, können wir das Unterzahlspiel überstehen? Lavalier, Moore, der ging vorbei und damit sind wir wieder komplett. Ah, wir kommen nicht dran. Oh, da ist das 1-0. Tja. Da war dann doch die Lücke da und Bremerhaven macht das 1-0. Und jetzt müssen wir uns einfallen lassen. Da müssen wir jetzt doch so langsam mal ein bisschen die Lücke finden. Da brauchen wir aber mehr Puckbesitz. Wicklund. Und es gibt Strafzeit gegen Bremerhaven. Da müssen wir jetzt was draus machen. Janeway verliert mal wieder das Bulli. Da bin ich echt schlecht drin, keine Ahnung. So, Sulzer. Janeway. Och Mann, ey, natürlich genau er steht da. Hanowski. Oh, Sulzer, Mann. Kilometer vorbei. Da war der gestern besser. Oh, das gibt das nächste. 5 gegen 3. Jetzt müssen wir treffen. Jetzt müssen wir wirklich. Spielverzögerung. Und wieder nicht. Mann, Lavalier. So, Aixen. Madejski. Jones, der soll das schnell spielen. Oh, aber nicht so, Mann. 53 Sekunden. Zalewski. Oh, er kriegt ihn nicht. Weber. Oh, den halten wir nicht drin, Mann. Jones wird böse gecheckt. Oh, Mann, ey, da ist er weg. Ey, wir spielen aber auch nur Scheiße. So, Schütz kriegt irgendwie die Scheibe. Nein, Mann. Da haben wir es einfach probiert. Einfach mal der alte Trick, wie es früher immer geklappt hat. So, Zalewski, Schütz. Und Pinizotto.
Und wieder verloren, Mann. Schütz hat die Scheibe. Mann, da ist er wieder weg. Oh. Lavallee wieder. Moore. 37 Sekunden haben wir noch Powerplay. Boah, das gibt's nicht, Mann. So, Schütz. Oh, Pini Sotto. Er läuft sich aber auch nicht frei, Mann. Da, wer war denn das? Die 55, das ist Schütz, glaube ich. Pini Sotto. Hat sie den bekommen? 5 gegen 3 nicht genutzt. Ach Mann, ey. Oh, und das wird gefährlich. This can really be frustrating for the coaches and the players on the bench when your power play doesn't find a way to come through. So, Genoway hat die Scheibe. Marcel Müller. Wir rennen an, aber wir kommen nicht voran. Ah, und wieder ist ein Schläger dazwischen. Genoway. Marcel Müller und Pöperle wieder. Ja, aber so langsam kommen die Schüsse zumindest mal. Janeway, kriegt er den? Nee. Gecheckt. Exen, Horstbild. Warum renne ich lieber? Nein, warum renne ich hier lang? Müller, Horstbild. Warum ist Exen denn jetzt eigentlich da mit denen? Blue line control. Oh, broke it up. Puck is thrown to McMillan. Oh, jetzt kommen hier die Checks. Also die Härte auspacken. Und Freddy Tiffels hier auf dem Eis. Von dem haben wir noch gar nichts gesehen. Hexen. Ich brauche halt die Lücke, Mann, sonst wird das doch nichts. Back in his defensive end to get it. Friesen. Very important steal for him. So, jetzt Wicklund. Decides to head for the corner. Defensive. Ey, wo geht der hin, Mann? Walking a thin line near the border. Komm. Wieder Wicklund. The drama heightens in this final minute. Da ist er weg. Ja, 59er Gesamtrating, aber trotzdem können wir checken. So, Felix Schütz nochmal. Ja, Mann, 1,9 Sekunden vor Schluss. Felix Schütz leitet das Ding ein, das 1-1 auf Ben Hanowski. Sehr schön. Hat sich die Härte doch nochmal ausgezahlt. Boah, das wurde jetzt Zeit, weil ich war der Meinung, im zweiten Drittel waren wir dann tatsächlich besser. Ben Hanowski, zweites Saisontor. Schöner Obert von Felix Schütz. Zack, rüber und drin. Keine Chance für Pöpperle. Also wir können schon mal Tore schießen auf höchsten Schwierigkeitsgrad. Das steht schon mal fest. So, Fohl holt das Ding und damit gehen wir ins Schlussdrittel mit 1-1. Westlau. Ja, leider. Durch die Hosenträger das Ding kassiert. So, dann gehen wir mal ins Schlussdrittel rein. Janeway, Marcel Müller und Jason Nixon. Und Janeway kriegt die Scheibe nicht. Mardeski. Oh nein, was ein Spiel. Oh Gott, was ein Fehler, ey. Janeway. Mal abgezogen, aber ja, Pöpperle hält ihn fest.
Potter. Oh, vorbei. Moves up the wing. Lavoyer und Weslau hatten. Potter auf Müller. Trägt die Scheibe rein. Potter. Madejski. Jawoll! 2-1. Hat er jetzt eine richtig freie Sicht eigentlich gehabt hier. Der Pöperle. Austin Madejski, der Tryout-Spieler mit dem 2-1. Das gucken wir uns nochmal an. Erstes Saisontor. Der kann Schlagschuss. Das ist unser neuer Christian Ehrhoff, glaube ich. War aber auch eine Rakete. So, jetzt Fabio Pfohl gegen Uhr. Oh, wir gewinnen tatsächlich den Bulli. So, Felix Schütz. Haben wir noch? Und wieder Austin Madejski und Pöperle Pfohl. Schade. Oh, haben wir. Austin Madejski wieder. Halten leider vorbei. Aber Schütz fängt die Scheibe. Moritz Müller. Oh, da ist die Chance für Bremerhaven, aber abgefangen. Und Pfohl. Schade. Marcel Müller wieder. Morgan Ellis. Oh, der typische Morgan Ellis, wie wenn wir es jetzt auch in der High-Saison erlebt haben. Oh, der ging vorbei. Dann die Nerven versagt. So, Pinizzotto. Kann der hier was? Hält die Scheibe. Pinizzotto. Ja, einfach abgezogen, leider. Aber er holt ihn wieder zurück. Ellis. Oh, gute Chance. Zalewski. Sulzer. Wieder Ellis. Ryan Jones. Sulzer. Ellis. Ah, Mann, ey. Aber so langsam haben wir uns ein bisschen darauf eingestellt. Wie auf die Spielweise der KI. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. So, Ellis. Hat ihn Freddy Tiffels auf Zalewski. Oh, Pinizzotto. So, 4 Minuten noch. Oh Gott, haben wir Glück, dass die so schlimm spielen hier. So, wir hatten Sulzer. Auf Freddy Tiffels. Ach, das gibt's nicht, Mann. Krieg ich den nicht kontrolliert. Sulzer, Höffel. Und Tobias Wicklund, Mann. Unser neuer 50er. Und wieder Freddy Tiffels. Tobias Wicklund. Aha, geblockt. Oh, schade. Da kommt Aixon nicht richtig an die Scheibe ran. Und wieder Wicklund. Sulzer. Ha. Janeway. Wer hat ihn? Aixon. Nee. Kann nicht kontrollieren. Höffel, jetzt Bremerhaven zieht den Torwart. Wer hat ihn? Wer hat ihn? Wicklund hat ihn, aber er kann ihn nicht kontrollieren. Mauermann. Die Chance für Bremerhaven. Rumble. 28 Sekunden. Wir kommen nicht an die Scheibe. Die spielen schnell. Oh, Mauermann.
Kämpfen, Haie, kämpfen. Jensen. So, jetzt vielleicht die Chance. Exen. Oh. Nee, das war's aber. Das war's. Wir haben zwar kein Tor mehr gemacht, aber... Oh, jawohl, doch, wir machen noch einen. Wie geil, ich hab schon die Hand vom Controller weggelegt. Und Marcel Müller. Ey, das war mal ein Tor. Ich habe jetzt einfach nur noch mal einfach hochgedrückt und dann aus der Drehung macht er noch das 3-1. Zweites Saisontor. Das sah gut aus. Wumm. Können wir froh sein, dass der 73er Rating hat. Eieiei. Ja, 3-1. Die Siegesserie geht also weiter. Und ja, das war's. Also es war auf jeden Fall doch dann deutlich spaßiger als das Spiel, was wir gestern hatten, wo wir 5-0 gewonnen haben. Denn hier war die Herausforderung einfach eine ganz, ganz andere. Sehr cool. Und Wesslau. Ja, einmal sah er schlecht, also ansonsten hat er uns hier schon den Arsch gerettet. Und wir haben tatsächlich, guck mal, erstes Drittel war es noch 2-8 und dann 17-14. Also wir haben ganz schön aufgedreht. Und Marcel Müller wieder ein Tor, ein Assist. Auch Ben Hinowski wieder ein Tor und Austin Medeski ein Tor. So kann man weitermachen. Aber ein Powerplay haben wir wieder nicht genutzt. Daran müssen wir arbeiten. Da muss noch hier ordentlich in der KH2 trainiert werden. So geht das nicht weiter. So, Leute. Und ja, dann morgen dann, also 15 Uhr geht's gegen Ingolstadt weiter. Wir gucken jetzt mal hier in die Tabelle wieder zum Abschluss rein. So sieht's derzeit aus. Kölner Haie auf Platz 1, vor den Thomas Sabo Ice Tigers, Ingolstadt auf 3, Wolfsburg 4, Mannheim 5, Eisbären 6, Düsseldorf 7, München 8, Augsburg 9, Bremerhaven 10, Iserlohn 11, Krefeld 12, Straubing 13 und Schwenning auf dem letzten Platz. Ja, und ich kann wieder nur sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da, schreibt gerne was in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, was euch gut gefallen hat oder so, gerne auf Discord vorbeikommen, der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine ganzen Social Media Accounts verlinkt sind, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Twitch, alles dort zu finden. Und wenn ihr mehr von NHL 19 sehen wollt, täglich um 15 Uhr eine neue Folge vom DEL Saisonmodus. Gerne ein Abo dalassen, wenn ihr Lust drauf habt. Ich bin dann jetzt raus, bedanke mich bei euch fürs Reinschreiben, für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao!